So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem Königreich der Himmel und der Nation von Jerusalem. Es ist schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid zu einer neuen Folge dieses immer noch sehr spannenden Projektes, da wir in der Zwischenzeit den Papst mehr oder weniger vor seiner Haustür vertrieben haben. Ausnahmsweise heute mit Kamera. Könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, mehr davon, ja, nein, vielleicht. Dass ich mein hässliches Wesen zeige. Da ist eure Meinung auch immer gerne gefragt. Ob ich mich dann daran halte, was daraus kommt, ist eine andere Sache, aber egal. Ihr kennt mich. Nichtsdestotrotz sind wir in einer Situation, wo ich sagen würde, es läuft relativ gut. Das Projekt geht vielleicht noch ein paar Folgen, aber auch nicht mehr ewig, denn wir sind jetzt natürlich an dem Punkt angelangt, wo wir bereits gute Fortschritte gemacht haben. Ich denke mal, der größte kabarettisch, also wie Kabarett oder was ist das hier oben eigentlich, Zengrisch. Die Borjigins, das ist ja eigentlich, das sind ja die Mongolen, ne? Die Mongolen, die sind aber relativ schwach, wenn man es mal mit mir vergleicht. Aber 35er Kriegsführung, ne? Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Da meinen tiefsten Respekt an deine Stelle. Festmahl veranstalten, ja. Oh, komm, tun wir mal wieder eine Runde saufen. Wir sind noch über Vasallenschwelle, das ist nicht weiter schlimm. Man könnte die Lebensautorität weiter erhöhen. Habe ich Bock drauf, habe ich nicht. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal sein. Ansonsten, ja, wir schauen einfach mal, wie es weiterläuft, weil ist ja wurscht, ne? Haben wir so eh nichts Besseres zu tun hier. Ich möchte einen größeren Krieg mal wieder gegen Byzanz führen, aber Byzanz habe ich auch schon die ganze Zeit auf die Schnauze gegeben. Dyrrhachion, da gab es auch mal eine Schlacht zwischen Römern und Sassaniden. Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es die Sassaniden? Ich glaube, es waren die Sassaniden. Die verlieren aktuell mal wieder einen Krieg gegen mich? Gegen meinen gegen meinen Untertan? Okay. Hä? 11.000 Mann? Gegen 17.000 Mann ist das Armselige. Das ist so armselig, echt. Die sind so unfähig. Das ist einfach, das ist nicht mehr feierlich. Ja, moin. Byzanz wird jetzt von mir selber zerfressen. Ja gut, Georgien würde ich hier gerne irgendwann mal wegmachen. Das Despotat von Georgien. Ich kann ja auch noch ein Kreuz... Wir könnten einen Kreuzzug ausrufen. Um Italien. Das heißt, wir mit einem Schlag ganz Italien bekommen. Das wäre eigentlich eine Idee, oder? Das wäre doch eigentlich perfekt. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht bekommen würde. Gehört das nicht zu Italien, oder? Ach, das ist Romagna. Ja gut, da hilft ja alles nichts, ne? Da müssen wir ja durch dann, mehr oder weniger. Romagna ist ja dann nicht Italien, Italien ist ja das hier. Burgund würde sich auch anbieten für einen Kreuzzug, würde ich mal sagen. Aber ist auch nur, ist auch wieder so klein. Aquitanien als Kreuzzug wäre größer, da hätte man ein fettes Snackchen und vor allem hätte man dann quasi ganz Frankreich. Ein Sohn wurde gebärt, Sohn? Ein neuer Erbe? Ah, so, nee, habe ich noch gar nicht freigeschaltet, ne? Das muss ich erst noch machen, 2 Jahre dauert das noch. Was bist denn du für ein Sohn, mein Sohn? Jetzt stell dir vor, ich werde ermordet und mein Reich zersplittert sich in 1000 Teile. Weil, nee, geht gar nicht, Blödsinn. Das geht gar nicht. Ja, ist das Übliche. Ich weiß nicht, warum es immer nur 3-2-3 ist, ich weiß es nicht. Es hat irgendeinen Sinn, aber ich verstehe diesen Sinn dahinter nicht, warum es nur 3-2-3 ist. Niedrige soziale Energie, ich jeden Tag. So, was ist diese soziale Energie? Hä, warum? Zur Heilung solche Gedanken, bla. Kommt jede Woche einige Male zu mir, dann sprechen wir über das, was euch bedrückt. Also quasi eine Seelsorgerin. Aber warum sollte ich das Negative auswählen? So, warum? Gar keinen Sinn. Ob da irgendeiner jemals das Negative auswählen würde. Chazaria wird hoffentlich auch von meinen Untertanen angegriffen. Ja, also meine Untertanen sind sehr aktiv, was Kriegführung angeht aktuell. Und wir haben hier das nächste Stüfchen freigeschaltet. Söldnertrupp wurden entlassen. Ersparnisse im Haushalt. 300 extra Money Money. Meine Mutter ist gestorben. Mit 73 Jahren. Zumindest älter geworden wie ihr verkrüppelter Mann, der mit 64 schon abgenippelt ist. Vorhin ist er ja nicht gestorben, der Fettsack. Ach, Krebs. Ja, ich erinnere mich. Der hatte ja, er musste ja unbedingt Krebs haben. Ich hasse das. Die nächste Stufe wäre verfügbar. Gebäudebaukosten, Besitzungsbaukosten, monatliche Lebenswandelerfahrung. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
Auch wegen meinem mächtiger Vasall, bla bla bla. Domänenschwelle plus 1. Könnte man das natürlich mal machen. Anatolikon. Aha. Hallo. Habe ich sie. Warte mal ganz kurz. Nee, wo ist sie denn? Where are you? Warum habe ich keinen Ratsverwalter? Das ist wahrscheinlich noch die bessere Frage. Wo sind meine ganzen Leute hin? Vasalleros, Vasalleros Freundos. Ich bin auch so, ich bin komplett geistig abwesend gerade so ein bisschen. Wir müssen. Bin ich jetzt blöd? Hier, Hof. Mann, meine Fresse. So. Wo ist Anatolikon? Grafisch Herzogtum. Einfach rekrutieren. Herzogtum einfach rekrutieren, der Rest ist egal. Worauf die Ansprüche haben, ist eine andere Sache. Wo ist denn die alte mit Anatolikon? Das hier Anatolikon? Das war Anatolikon. So, und das heißt, wenn der Krieg hier irgendwann vorbei ist in 20 Jahren. Ah, die führt auch direkt den nächsten Krieg. Da geht es um den Krimmer-Anspruch und das Königreich von Epirus. Die haben auch alle nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig auf die Schnauze zu hauen, oder? Kindergarten hier. Kein Interesse an Rivalen, ich bin der Papst. Ja, aber erpresse meine Bürger. Ich denke mal, wir führen einen Kreuzzug um Italien, oder? Oder wir holen uns ganz Frankreich, ich weiß es nicht. Wir könnten uns natürlich ganz Frankreich holen. Könnt ihr auch das Ostfranken? Können wir das aus... Ah, verdammt. Nein, ich würde wirklich sagen, es wäre wahrscheinlich das Lohnenswerteste, wenn man wirklich sagt, okay, wir gehen hier um Aquitanien. Es ist nur die Frage, wie viele würden mich unterstützen. Unser Glaube ist zwar stärker als der katholische, aber so stark ist er auch nicht. Die Katholiken sind immer noch nicht zu unterschätzen. Hier oben die Insel, dann natürlich Ostfrankenreich, hier oben der Norden. Das ist alles noch relativ stark religiös. Sollte man vielleicht einfach erstmal weiter ganz entspannt normale Kriege führen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und versuchen jetzt erstmal Leute zu vasalisieren. Fangen wir an mit Verona. Der ist auch nicht sonderlich stark. Das sind alles so Kriege, es dauert ein paar Minuten und dann sind die alle weg. Kurz meinen Sammelpunkt nicht gefunden. Ja, in diesem Moment würden die einen Sammelpunkt setzen und dann ist er auf einmal weg. Wir alle lieben ihn. Ja, sollte reichen, 48.000 Mann, tun wir einmal halbieren. Die ersten Boys gehen da unten kurz hin, die Verona zusammenschlagen. Die gehen direkt zur Hauptstadt, oh, wobei. Geht erstmal das hier erobern, Bologna. Die gute Bolognese. Ich liebe sie. So. Serpationentum zeigt sich im Herzogtum von Tau Clardecci. Aha. Cool. Was für ein Ding? Wie ist das Ding? Sau Clardecci? Mal ganz kurz Titel finden. Sau? Sau. Was ist das hier? Nee. Irgendwas mit Sau. War er das? Nein. Okay. Wieder zu schnell weggeklickt, den Scheiß. Gladia, klar. Sie, klar hier, da. Georgien. Ach so. Ah. Die Georgianer. Naja, vielleicht können wir euch noch bekehren. Herzog Thomas auch. Jetzt geht's ab. Herzog Thomas ebenfalls. Der ist wahrscheinlich. Wo kommt der her? Er ist auch ein bisschen. Hier, in der Ecke quasi. Da gibt's die Ketzerei sein Großvater hier. Sehr erfreut, wirklich sehr erfreut. Wirklich zutiefst begeistert, zutiefst erregt und bewegt. Kommt eure Viehherde da. Was sollte ich denn eigentlich machen? Achso, ich führe einen Krieg gegen Verona. Ich kann schon ganz vergessen. Ist das peinlich. Ich vergesse innerhalb von 5 Sekunden, was ich hier überhaupt treibe. So, auf geht's. Holen wir uns kurz die Hauptstadt. Mit dem Fall der Hauptstadt sollte das dann hier auch ziemlich schnell vorbei sein. Während jemand Komplotte gegen mich schmiedet, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir uns relativ unbeliebt machen, gerade in der christlichen Welt. Aber man kann ja nicht alles haben. So, Krieg wurde gewonnen.
Das nächste Söhnchen wurde gebärt. Aber wie gesagt, gleich haben wir die Primogenitur. Der Typ ist jetzt eher erstmal ein Vasall. Und das auch gleich mal bekehren. Dann haben wir gleich das Problem auch schon mal weg. Ach, mit Latte, du klickst immer so schnell. Klick nicht immer so schnell. Doch, ich klicke so schnell. Also wer jetzt immer noch nicht weiß, wie Crusader Kings 3 funktioniert, dann solltet ihr euch die Tutorials anschauen oder die Guides oder die Gameplay-Schlafvideos oder so, aber dann doch bitte nicht mehr, in Bologna können wir es auch unsere erste Universität gründen. Also bitte hier kein Late-Game-Gameplay von mir. Okay, was ist das jetzt hier, wenn es fertig ist? Die haben 14.000 Mann irgendwie, obwohl sie 15.000 haben. Dalmatien, solche Spaten. Erstmal kurz die erste Armee zusammenschlagen, das sollte kein Problem sein, jawohl. Und dann geht einfach mal nach drüben mit den verbleibenden Truppen. Gucken, wer da noch überlebt am Ende, um das alles erfolgreich zu erobern. Oh nein, Genghis Khan ist tot. Dank sei Gott, auch wenn mit Khagan Jockey doch nicht so schrecklich sein wie Temujin, was? Was? Okay, er ist jetzt jedenfalls an der Macht nach ihm, er ist genauso alt. Er hat aber auch aktuell keine Sondersoldaten. Gucken, ob er sie trotzdem bekommt oder nicht. So, wir können jetzt hier auf alle Fälle mal einen weißen Frieden machen. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock hier zu kämpfen gegen die. Gerade kein Interesse gehabt, gegen Georgien zu kämpfen. So, er hat wieder Sondersoldaten bekommen. 31.000. Führt aktuell noch einen Offensivkrieg gegen Turan. Schauen wir mal. Meistens zerfallen ja die Mongolen irgendwann. Ich finde es ein bisschen schade eigentlich, dass sie immer so schnell zerfallen. So, du hast bekehrt. Du bist gut. Das Weibeland hat auch bekehrt. Der Erbe hat auch bekehrt. Alle haben bekehrt. Selbst die Bekehrten haben bekehrt. Und die, die nicht bekehrt sind, haben auch bekehrt. Und Genua wird jetzt eingegliedert. Natürlich freiwillig. Ja. Ah, ich habe keine Grenze. Ich habe keine Grenze. Kann ich ihn unterwerfen? Nee, man kann den Papst nicht unterwerfen, das ist auch wieder so ein Geschmarre eigentlich. Also, würde ich sagen, ist es der Religionskrieg um das Herzogtum von Pisa. Da haben wir nicht eine Grenze zu Genua, das würde auch die Grafschaft reichen, oder? Wobei auf der anderen Seite kriegen wir das Herzogtum, dann kriegen wir gleich den Titel mit. 8000 Mann. Ja. Sollte sich als problemlos erweisen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten. Wo sind meine ganzen Leute schon wieder hin? Nö, wir haben keinen Bock, dir zu dienen. Du Wicht. Okay, ich finde es auch nett, dass meine mächtigen Vasallen gerade die fähigsten sind, die ich in meinem Reich habe. Generell positiv ist, das jetzt zu behaupten, das wäre negativ. Das wäre. Was? Eifer ist um 10 gestiegen, da aufgrund unseres tugendhaften Papstes, was? Ah. Weil wir tugendhaft sind, weil wir haben nämlich nachsichtig und mitfühlen. Das sind beides Tugendeigenschaften. Also gute Eigenschaften. So, 39, 30. Könnte sein, dass sie halt noch ein Kind gebärt. Wir fangen jetzt ja trotzdem mal ihn zu unterrichten. Du bekommst den Vasallen. Den Titel können wir übernehmen. Barry, wo ist denn Barry? Da oben. Haben die wieder ohne mein Zutun was erobert? Ja, die sind wieder gewachsen, oder? Hm. Meine, es wäre gelogen, würde ich jetzt behaupten, das würde mich nicht freuen, aber... Die machen schon viel Schmarre da. So, unsere 76.000 Mann komplett ausgehoben. Nach dem Motto, man kann es auch übertreiben. Willkommen im Reich der Krabbe. Der Papst zum ersten Mal nach Jahren wieder in römischem Territorium. Die sind jetzt aber blöderweise auch schon in meiner Kultur. Ich habe übrigens auch gehört, dass man in der Zwischenzeit jetzt mit dem neuesten Patch scheinbar die audremerische Kultur auswählen kann, direkt bei Start mit Jerusalem. Wieso würden die nur 11 Monate brauchen? Die haben Belagungsfortschritt von 0,5 gehabt. Warum würden die nur 11 Monate brauchen, um Rom zu erobern? Ich habe damals 3 Jahre gebraucht. Wollen sie mich verarschen? Das ist der Betrug an der Sache, ey. So, auch mal, dass wir diese auslöschen. Dann hat sich das mit denen erledigt. Nee, die leider nicht. Wir belagern erstmal weiter. Gut 3 Monate. Paar Tage.
Jetzt habt ihr das Kriegsziel zurückerobert. Wollt ihr mich verarschen? Ich hasse euch. Also ich hasse den Papst wirklich. Also hier im Spiel natürlich. In echt hasse ich ihn nicht, aber ich halte nichts von ihm. Ich halte generell nichts von Kirche oder Religion. Ist halt so, meine Güte, muss man akzeptieren. Oder man akzeptiert es eben nicht. Das ist mir egal, das muss jeder selber wissen. Ich kritisiere aber niemanden, wenn er an etwas glaubt. Wenn jemand an irgendwas glaubt, ist es seine Sache. Was ich mache, ist eine andere Sache. So, genauso wie es euch nicht zu interessieren hat, an was ich glaube, hat es mich nicht zu interessieren, an was ihr glaubt. Relativ faszinierend eigentlich, wie einfach das alles wäre. Dem einfach jeder den anderen machen lässt, was er möchte. Also außer natürlich jetzt schlechte Sachen, wie Leute umbringen, ermorden, rauben, plündern. Das ist natürlich meistens nicht so gut, aber der Rest vom Fest. Nö, Pisa geht an unsere Dynastie, wie immer. Ich meine, dich, Pisa ist auch schön. Und in Bologna möchte ich natürlich die Universität errichten. Ganz vergessen. Können wir irgendwo was bauen? Ja. Ich will ganz vergessen, unsere Sachen hier auszubauen. Dann dauert es jetzt eigentlich noch, bis wir das Ding freigeschaltet haben. Ach, wir haben es freigeschaltet. Sehr schön. Ändern. Primogenitur. Nein, die Ultimogenitur. Immer das jüngste Kind erbt. Passt unserem Erben natürlich nicht. Juckt mich aber auch nicht. Das ist mir egal, ob es meinem Erben passt oder nicht. Ich kann mich nicht immer um jeden kümmern. Ich muss auch irgendwo mal Butter bei die Fische lassen hier. Mein Vasall und mein Freund. Ja, für einen kleinen Gefallen darfst du gehen, mein Vasall und Freund. So, du darfst auch gehen. Ah, das war mein Rivale. Nein. Oh. Habe ich meinen Rivalen gehen lassen, ohne ihn umzubringen. Ja, warum kann ich... Ich dachte, ich habe das Herzogtum automatisch mit übernommen, weil ich einen Krieg um ein Herzogtum... Das ist auch so eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe. Ich führe Krieg um ein Herzogtum, aber ich bekomme das Herzogtum nicht. Naja, egal. Ist halt so. Meine Güte. Muss man akzeptieren. Und das Georgien noch mit dazu. Und dann danach führen wir den Kreuzzug dann vielleicht auch irgendwann mal um Aquitanien. Georgien hat ziemlich viele Truppen, überraschenderweise. Woher haben die 21.000 Mann? Hä? Haben die irgendwo geheime Truppenreserven versteckt gehabt, die vom Spiel nicht erlaubt sind? Wir haben 190 plus im Monat. Ja, moin. Süßes Lächeln und kleine Lügen. Das bin ich. So, ach, die haben Italien als Verbündete. Also ich wollte das ja eigentlich nicht machen, aber ich könnte natürlich auch Verbündete rufen. Machen wir aber nicht. Wir marschieren einfach kurz nach oben die Hauptstadt und die andere Stadt und dann wird es wahrscheinlich eh gleich gewesen sein. Oben könnt ihr gerne erobern. Die möchten sich scheiden lassen. Warum? Warum denn? Meine Ehe steht nicht unter dem Segen von Gott. Naja gut, wenn du das sagst, dass die Ehe nicht unter dem Segen von Gott steht, dann sei es so. Dann ist es halt so. Dann muss ich das akzeptieren. Da habe ich natürlich keine große Auswahlmöglichkeit. Die Alte wird schon wissen, ob sie an Gott glaubt oder nicht. Warum ist die Gräfin von Bologna gegen mich gewesen? Vielleicht die viel interessantere Frage. Aber ist egal. So, damit gehört Genua auch zu uns. Hier ist mit einem kleinen Geschenk. Und wie wär's mit einer Bekehrung? Gleich den richtigen Glauben annehmen. Du auch dann bitte. Jawohl. Du Schwabe. Ein Schwabe hat noch nie Nein zu Geld gesagt. Oh, wir können unsere Blutlinie weihen. Warum bekomme ich Anspannung, weil ich zufrieden bin? Weil ich meine Blutlinie weihe, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Übrigens auch relativ gut, positiv. Wir halten 1000 Bekanntheit. Wir halten eine Prachtstufe unserer Dynastie. Da ist aktuell glorreich. Dann sind wir bei Sagenwogen. Genau, dann haben wir Sagenwogen. Dann sind wir zur nächsten Stufe legendär. Können wir dann aufsteigen. Und wir erhalten die Eigenschaft, dass wir... Was wir jetzt auch einfach mal machen. Zack. Dank meiner reinen Hingabe und meiner unnachgiebigen Arbeit konnte ich das heiligste der Ämter des serapionischen Glaubens an die Jerusalem-Dynastie binden. Immer mehr Mitglieder des Klerus und der Gläubigen betrachten meine Familie. Und nun als die auserwählten Hüter des heiligen Relikts und der Boten des göttlichen Willens. Und damit bekomme ich dann nämlich auch diese Erlösereigenschaft, womit alle Glaubensgeschwister plus 10 bekommen. Und ich glaube, dass es unsere Kinder auch bekommen sollten. Später als Papst oder irgendwie so. Aber irgendwie funktioniert das. Ich glaube, das wird weiter vererbt. Irgendwie, somehow. So, wir sind jetzt sagenumwogen. Geile Sache. Können wir gleich ein Selbstmord und Selbstmord beginnen. Zur Feier des Ganzen. Und wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ein neues Dynastievermächtnis freizuschalten. Dann machen wir das doch auch gleich mal. So,
Hervorragend. Euch durch erpressen. Oh, eine Tochter wurde geboren, die erben wird. Ah, genau, göttliches Blut war es, ne? Genau. Und sie ist auch wirklich gut, deswegen Vormund entfernen. Und das Gute ist, sie müssen die Kinder nicht enterben. Das ist das Beste von allem eigentlich. Deswegen immer Ultimogenitur ist der Weg zum Sieg. Nein, kein Interesse an einer Scheißfest, Melan. Ja, ich denke mal, ich führe dann trotzdem mal den Kreuzzug jetzt, wa? Wie schön das auch alles schon bekehrt wurde hier. Finde ich toll. Der serapionische Glaube, sogar hier oben ist er noch ein bisschen. Das heißt, was wir jetzt machen als nächstes, ist wirklich ein Kreuzzug, wa? Warte mal, oh Gott, was hat er jetzt wieder gemacht? Ich weiß, dass ihr meine Leibeigenen in eure Lande umgesiedelt habt. Warum tut ihr das eurem eigenen Vasallen an? Habe ich euch denn nicht immer pflichtbewusst die geschuldeten Steuern bezahlt? Wenn ich niemanden habe, der meine Felder bestellt, kann ich nichts anbauen. Ihr hättet mir ebenso gut das Land stehlen können. Dann geben wir denen die wieder. Und unsere Vasallen unterstützen. Scheiß aufs Volk. Scheiß auf den Pöbel. Es gibt nur unser Reich. Schön, dass du erwachsen wirst, das juckt mich aber überhaupt nicht. Ich habe so viel um die Ohren. Halt, ich muss mein Reich verwalten, ich bin Papst. Ich muss erobern. Muss Leuten auf die Schnauze hauen. Halt, und dann kommt die Alte und meint, ich bin erwachsen geworden, Papa, ich bin erwachsen geworden. Es juckt mich nicht. Ist schön, dass du erwachsen geworden bist, es ist mir aber scheißegal. So, das mal dazu. Oh Gott, ey, die machen mir alle Probleme. Die machen immer alle Probleme, das ist unglaublich. Leute, jetzt machen wir eine Jagd, damit wir alle zusammen chillen können und ihr habt wieder nichts Besseres zu tun, als die Krawall und Remedemi zu machen. Es ist unfassbar, ich check die Leute nicht. So, ihr bekommt erstmal einen rechtmäßigen Vasallen. Warte mal ganz kurz, woher kommen die zwei Kriege? Sehe ich jetzt erst. Wie bin ich denn hier im Krieg? Anspruch um das... Blablabla. Bla, bla. Da unten. Wo ich auch immer die Gebiete auf einmal habe. Was ist das hier für ein Ding? Leute, hört doch auf, mir hier alle auf den Sack zu gehen. Was ist denn mit euch? Ich wollte gerade einen Kreuzzug ausrufen. Und jetzt gehen die hier alle mir auf die Eier. So als ob die auch nur den Hauch einer Chance hätten. Ist ja echt ein Witz, ey. Naja, komm. Nein, ein skandalöser Priester. Natürlich verdammen wir sein Verhalten, wir sind der Papst, also. Ja, die hauen ab, weißt du? Okay, also erobern wir einfach mal kurz hier Neapel, das Herzogtum von Capua, und damit sollten die sich wahrscheinlich eh gleich erledigt haben, weil das war die, ist die einzige Provinz. Können wir direkt unsere Forderungen erzwingen, gibt uns ein bisschen Gold, und Gold ist immer gut, wie wir wissen. Und als nächstes, wer ist denn das hier eigentlich? Es geht um das hier, was die sich auch schon geholt haben. So, die habe ich ausgelöscht. Zusammenschließen. Halbiering. Einmal dort oben hin. Dann auch immer uns das Kriegsziel zurück. Mit der Armee dann. Die geht dann da oben hin, das Kriegsziel zurückerobern. Was? Er war mein Rivale, warum denn das? Was hat er denn gemacht, dass er mein Rivale wurde? Will ich gar nicht wissen, wahrscheinlich. Dumm, dumm. Dum, dum, dum. Da müssen wir hin. Und wir machen wieder Titelverkauf. Weil ich immer so gern Titel verkaufe. So, sie wird neugierig. Tue ich sie schon? Ja. Hoffen wir, dass sie... Wir müssen auf alle Fälle gucken, dass wir tugendhafte Eigenschaften bekommen. Ist immer das Wichtigste. Und mit der Eroberung von der... Oder Rückeroberung von der Provinz sind wir da auch durch, was das Ganze angeht. Ja, direkt 100%. Cool. Sehr schön. So, dann sind wir hier auch fertig. Haben wir hier das Ganze wieder gerettet. Okay, Byzanz ist richtig am Arsch. Schaut mal, sogar meine Vasallen. Ich mach das gar nicht. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Meine Vasallen haben für mich hier byzantinische Gebiete wieder erobert. Generell nicht schlecht finde. Können wir den niedrigen Titel verkaufen. Bringt uns Geld. Von seinesgleichen. Er hat eine Ruhmstufe. Ja, mal ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu ruhmreich werden. Können wir den Titel aus Sizilien mal übernehmen. Geben wir natürlich wieder ab an jemand aus unserer Dynastie. Und zwar an ihn einfach mal, ist doch egal. Einfach, du, dass die Mitglieder noch stärker machen.
Können auch Titel schaffen. Was kann man denn für Titel schaffen? Lauter Königreiche. Die gründen wir auch alle mal, weil warum nicht? Titel schaffen, Titel schaffen. Jawohl. Der Rest sind leider nur... Ah, Königreich von Anatolien können wir auch noch gründen. So, ab in den Kerker mit dir, du Schuft. Bin hier der Besitzer von 1000 Königreichen. Weil wir sind auch der Papst, natürlich besitzen wir 1000 Königreiche. Was auch sonst. Das Pontifikat, ja. Die Gebiete in Sardinien haben sie verloren, interessanterweise. Das haben die Tahert übernommen. Wir werden in der nächsten Folge in Kreuzzug um Aquitanien führen, würde ich einfach mal sagen, um uns da diese verbleibenden christlichen französischen Gebiete zu holen und auch dem serapionischen Glauben hinzuzufügen. Und würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Crusader Kings 3 mit dem Königreich von Jerusalem oder dem Königreich Himmel, wie man das aussprechen möchte. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal rein. Tschüss.